am. Just exactly what I will be. Just a guy who can rhyme and chop ill beats. One day I'll recover from what ails me. Till then I'm on that fuck with the sales beat. My mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So call life and call living. Hallihallo zurück, liebe Freunde, zum Tacket Light Projekt. Ja, und wie in der letzten Folge angekündigt, wollten wir ja, oder müssen wir, gucken, dass wir noch Basalt herbekommen. Auf jeden Fall eine ganze Menge brauchen wir dafür noch, um hier wirklich weiterbauen zu können. Ich gucke mal, wir haben 2,5, 5, 7,5. 10, ja, wir brauchen fast 11 Stacks an Basaltkobbel. Mal sehen, hier haben wir noch ein bisschen was. Das tue ich hier rein und das könnten wir uns eigentlich mit der Quarry zunutze machen. Jetzt ist gerade Nacht, da schlafe ich mal. Und dann können wir direkt mal die Quarry holen und die beim Dings hinsetzen. Auf den Vulkan und die dort ein bisschen Zeug holen lassen. Schnell aufladen hier. So. Und dann gehen wir gleich mal zur Quarry hinter. Ups. Und die stellen wir dann einfach hinter zum Vulkan. Da kann die gemütlich abbauen. Hier ist sie ja eh fertig. Okay, und wenn wir Wasser brauchen, ist hier echt genug. Die Scripts fühlen sich da auch drin wohl. So. Und vorsichtig landen. Quarry mit. Das Energierohr. Das. Jetzt haben wir bloß wieder keine Energierohre mit. Detailstür müssen wieder zurück ins Haus und jetzt dort die Energierohre holen. Ui. Ach du Baum. Wir können ja auch da oben eine Falltür reinmachen. Und dann können wir ganz gechillt, wenn wir dann hier oben sind, meinetwegen hier aufmachen und dann die gewollte Etage. Sind zwei Goldrohre. Mal sehen, ich brauche bloß eins und das andere könnte ich dann unten wieder einbauen. Gut, und dann können wir uns einfach hier reinstellen. Nach oben wieder raus. Scheint echt praktisch mit einem Jetpack. Mit dem elektrischen. Ich weiß gar nicht, für das andere bräuchten wir, glaube ich, Benzin. Das bräuchten wir noch eine Raffinerie dazu und vor allen Dingen Öl. Und ich habe noch keine wirklich richtig lohnenswerte Ölquelle gefunden. Deswegen ist das eigentlich auch sinnlos. So, fliegen wir mal Richtung Pallax Home. Autsch. Mal sehen, wenn wir sprinten und dann fliegen, fliegt man sogar noch ein Stückchen schneller. Da ist schon der Vulkan. Da oben stelle ich jetzt einfach mal die Quarry hin. Ich kann mir jetzt ein bisschen Kobbel hier holen. Genau, das passt. Goldene Energieleitung. Eine dran. Die Conductive Pipe. Spot Pipe. Und dann machen wir hier das Diamantene Rohr dran. So, das müssen wir auf Frequenz 11 machen. Das auf Frequenz 111. Send and Receive.
Genau, und einstellen brauchen hier nichts weiter. Können wir gleich zu Palax Haus rüberfliegen. Oder in unsere Bude reingehen. Dann die Elektrizität mal anschalten. Mal gucken, ob das funktioniert hier. So, ich mag dieses Geräusch, wenn das hier so rüber floppt, sage ich jetzt mal. Ach so. Autsch. So, können wir erstmal die beiden hier hinten anschalten. Gar nicht an den Hebel ran. Genau. So. Okay. Das Teil ladet sich auch wieder auf. Das ist auch gut. Aber ich brauche güldenes Energierohr. Oder wir können ja auch mal ein anderes jetzt nehmen. Gut, hölzern ist gerade nicht. Wir nehmen einfach mal ein Pflaster stellen. Namnes. Dann hab das mal als Zwischending. Ach, das geht gar nicht, okay. Mal gucken. Das ist auch ein Pflasterstein. Ob eisernes Energierohr geht. Sonst müssten wir doch wieder auf Gold umspringen. Nein, okay, also braucht man Gold. Mal gucken, hier ist nichts mehr. Ist auch nichts. Nö, haben wir das ganze Gold verbaut schon. Jetzt müssen wir hier runter. Und da rein. Normalerweise müsste schon. Ach so, steht ja kein Chunkloader, deswegen wird hier nichts ankommen. Da müssen wir den mal da hinstellen. Einen haben wir ja noch übrig. So. Hier rein. Und das, genau. Die können wir gleich alle zu Elektrorohren machen, weil bräuchten wir eben ein bisschen mehr. Wo der Junkloader ist. Und einer Kiste langweilt der sich hier. Hier ist er. Gut, den müssen wir jetzt doch nur mit dran setzen. So, fliegt man in die richtige Richtung, darüber müssen wir. Halt, jetzt fliegt man kleiner am Vulkan hier vorbei. Okay, die Lava stört hier. Machen wir es so. Gut, die macht hier ordentlich los. Da setzen wir hier gleich noch einen Chunkloader mit hin. Show Lasers, mal sehen, reicht das? Jo, das reicht. Können wir noch einen Chunk weitermachen? Dann dürfte der gleich anfangen, kräftig Basalt abzubauen. Joa, funktioniert schön. Können wir gleich mal gucken, ob die hier durchmachen. Scheint so. Und dann gehen wir mal gleich wieder heim. Sieht man hier, dass die Elektrizität nicht so optimal angebaut ist. Dass halt kontinuierlich richtig Strom ankommt. So, dann machen wir mal Zwischenlandung. So, machen Tür wieder zu. Gehen wir mal ins Häusel. Nein. So, und zwar Hebel bräuchte man noch ein paar, ob wir noch Stöcke gleich übrig haben.
Stücke. Sieht nicht so aus. Jetzt einfach mal zwei mit. Nun vor lauter erzählen, weil ich jetzt nicht mehr, was wir machen wollten. Ach, Hebel, genau. Zwei Steine noch, mehr brauchen wir ja nicht. Und jetzt schleppe ich das Erz hier mit mir rum. Au, einer mit. Und jetzt laufen wir gleichzeitig das natürlich noch blöder. Jetzt müssen wir hier oben drauf Blöcke setzen. Nehmen wir jetzt bloß mal Erde. Dann machen wir hier auch mal die weg. So, dann können wir die nämlich nacheinander einschalten. Und dann tun die nämlich schön gleichbleibend Energie hier produzieren, sieht man daran, dass dieser Strich gerade bleibt und sich nicht verändert. Hier in der Mitte ist sogar schon ein kleiner Stau. Man sieht, das wird hier ein bisschen dicker. Aber das ist kein Problem. So. Oder machen wir so. Was ist jetzt in die Luft gesprungen? Wahrscheinlich oben. Oben irgendwas. Okay, jetzt ist die Pipe hochgejagt. Naja, gut. War auch ein Energiestau drin. Aber naja, können wir nie ändern. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob hier der Basalt ankommt. Ja, tut er. Das ist nicht zu wenig. Der bloppt hier nur aus, weil die Kiste voll ist. Schließe ich die gleich mal ab. Jo, hier kommt jetzt massenweise Basalt raus. Mal sehen, ich kann ja hier mal ein bisschen Zeug aussortieren. Was jetzt nicht so wichtig ist. Circa 11 habe ich gesagt, brauche ich. Ach, das Basalt, was baut denn ab? Der baut Basalt Cobblestone ab. Das ist normaler Basalt und das sind hier oben die ganzen Cobblestones. Das ist auch nochmal Basalt und das ist Cobble. Okay. Können wir den Rest auch mal leer machen. Obsidian haben wir dann auch genug. Nehmen wir noch Basalt-Cobble. Hier haben wir welchen. Also kriegt man schon ein ganz paar Stacks zusammen hier. 51. Hier sind auch 11 drin. Da haben wir fast 6 Stacks zusammen. Das reicht wieder für 2 Etagen. Hier ist noch ein Diamant, den ich gleich mal mitnehme. Da können wir die Quarry eigentlich da oben durchlaufen lassen. Mal gucken, ob wir vielleicht noch auf Diamanten stoßen. Ich stehe nochmal auf. Tu hier überall mal ein Stack reinschmeißen. Und hier ist sogar noch 11 mal dabei. Und da gehen wir jetzt erstmal pennen. Ja, so muss ich mich mal kurz strecken. Sehen. Das ist noch ein Diamant. Wir bräuchten auch was zu futtern wieder. Hier war 6 Pilze. Oh. Schon wieder so ein lästiger Enderman. Jetzt ist er weg. Wir brauchen noch Suppenschüsseln. Hier ist eine. Ist keine mehr. Hier ist auch keine. Ist er jetzt hier drin oder was? Nee. Ich will meine Suppenschüsseln haben. Hier ist auch nichts. Da brauchen wir Holz 1, 2, 3. Wenn wir hier ein paar Schüsseln machen können. 5
Stück habe ich jetzt, aber von hier in 6 Pilze ist natürlich auch gut. Lecker Suppe löffeln hier. Erstmal natürlich Schale gleich mit, ist auch kein Problem. So. Die tun wir stecken. Basalt, Basalt. Einmal 53 Dinger klein mit. Tun wir die gleich wieder auffüllen hier zum Stack. Und den Rest mitnehmen. So. Das hier zusammen. Bluff. So, kommen wir wieder ein Stückchen weiter oben. Oh, Creeper. Gar nicht gut. What the fuck? Da waren zwei. Danke, wie soll ich jetzt da hochkommen? Ohne Jetpack. Jetzt die Frage, wie ich da hochkomme. Ich bleib mir ja nur noch hochstacken übrig. Ach Gott, das gibt's doch nicht. Ich mal Erde hier. Gut, dann reinbauen muss ich mich mit der Hand dann. Ach je, ich habe mich schon so gefreut, weil das Zeug hält eigentlich gegen Explosion ganz gut dicht. Habt ihr ja auch gesehen, der Basalt ist ja gar nicht kaputt gegangen. Es hat bloß ein bisschen Mabel dabei drauf gegangen. So. Wo ist mein Jetpack? Oder liegt das unten irgendwo? Ach, da steht der Enderman. Schön. So, das an. Mein Jetpack ist natürlich wieder irgendwo anders. Unten liegt aber auch nichts mehr rum. Ich lasse jetzt erstmal ein bisschen hell hier. Jetzt mal. Autsch, hier runter. Hier ist noch Schwert und Knochen. Wo ist mein Jetpack hin? So. Autsch. Okay, hier liegt auch nichts mehr. Ach, nee. Ah ja, hier sind noch Fackeln. Liegen geblieben. Wo ist das Jetpack hin? Pass auf, ich wette mit euch, ich baue mir jetzt ein neues und am Ende finde ich das alte wieder. Weil ohne kommen wir hier nicht wirklich weiter. Jetzt erstmal wieder Rubber. Ober. Das Holzkohle. Unsere Biokohle. Erstmal Rubber. Noch ein paar Kupferkabel. Wir brauchen bloß noch ein bisschen mehr Rubber. Weil wir brauchen ja schon für die Bedbox 4 Kabel und dann für den Chip brauchen wir auch nochmal 6. Das ist gar nicht schön. Hier nur noch Copper. Jetzt bräuchte ich natürlich noch Sticky Resin. 10-mal. Ist gut, das reicht. Das mal jetzt schnell rausnehmen. Ah, mein Inventar ist schon wieder voll gemüllt hier. Das geht gar nicht. So. Nein, das muss ich mitnehmen, das Baumaterial. Ich will jetzt erstmal alles rausmachen hier. Was wirklich überflüssig ist. Nein, das Kabel brauche ich. Und in dem Ofen war das. Jedenfalls brauche ich Raffinate Iron. Das ist nur Eisen. Auch nichts mehr. Ja, auch nicht. Habe ich das denn letztens alles eingeschmissen? Hier. Ist
das drin? Glowstone brauche ich, brauche Lapis, ich brauche Redstone. Gold weiß ich gar nicht, aber Holz brauche ich. Kupferkabel erstmal machen. Ach so, und Zinn brauche ich. Zinn. Zwei, die reichen nicht. Die reichen nicht mal für eine Batterie. Die restlichen Dias drin. Also müssen wir doch noch mal runter und Zinn holen. Ach ja. Hier blobbelt das ganze Zeug schon über. Ja, das, was ich hier nicht raussortiert habe. Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Habe ich Zinn geholt? Nee. Ach, das ist Silber und das ist Tin. Okay, das ist Tin. Okay, das hätten wir vorher wirklich wieder ausstellen sollen. Können wir jetzt einfach auch die Query aufhören lassen zu laufen. Indem wir hier einfach mal den Strom abschalten. So, und dann kann die nichts mehr machen. Weil ist nicht fertig. So. Oh komm, Junge, rein hier. Wir überziehen nämlich schon wieder und ich wollte eigentlich ganz gerne das Haus fertig kriegen. Aber ist ja wieder nichts geworden. So. Das wieder rausnehmen hier, um die ganzen Kupferkabel zu machen. Das raus. Und hier noch ein Kabel draus machen. So. Erstmal Batterie noch inne machen. So. Kann man hier die drei Batterien reinsetzen und das mit Holz zubauen. Und hier oben noch ein Kabel. Da haben wir die Badbox. Jetzt brauchen wir ja noch diesen speziellen Chip da. Ich weiß nicht, irgendwas brauchten wir. Brauchten das. Ach ne, das reicht schon. Okay, hier. Dann hier denn das rein. Hier das. Und so, genau. Da haben wir diesen Advanced Chip da. Badbox. Jetzt weiß ich nicht, war das Raffinate Iron oder normales? Das war Raffinate. Okay. Da haben wir wieder ein neues Jetpack hier zusammen. Das klatschen wir gleich mal rein zum Aufladen. Und dann war es das auch schon wieder mit der Folge. Und versprochen, nächste Folge geht es dann weiter mit dem Hausbau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.